Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Dumm mit Manuelsen am Montag. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Ja. Hallo. Ja, wir sind endlich wieder zurück. Oh mein Gott, endlich. Und Community-Frage vom letzten Mal. Hatten wir? Das ist die beste Antwort. Alter, ohne Witz, ich hab geweint, als ich das gelesen habe, weil das so geil war. Chuck Güzel. Da habe ich erstmal ein Köpfchen drauf geraucht, Alter, weil ich so geil war. Da bist du, das Köpfchen. Oh ja. Schnacken wir nicht lange rum, fangen wir direkt an mit den besten Fragen auf der ganzen Welt. Und eine Besonderheit habe ich heute, die vielleicht auch in Zukunft eintreffen wird. Und zwar haben wir nicht nur Fragen von gutefrage.net, sondern auch von die beste Seite des Internets. Ja, who answers? Weil wir wollen von denen auch eine Tasse bekommen. Auf jeden Fall. Ich hoffe, die haben ja welche. Deshalb habe ich auch heute eine Frage von da und wir fangen direkt an. Los geht's. Und zwar, die Frage, die von Yahoo Answers kommt, ist: Warum ist der Igel den Hase in Märchen überlegen? Schließlich hat der Hase einen größeren Kopf als der Igel. Und überhaupt, der Igel hat doch nur eine kleine Birne von bis zu 3 cm. Und er ist trotzdem nicht Leuten überlegen. Katerino. Vor allen Dingen. 2 Minuten aufgenommen, muss ich direkt wieder cutten. Ja, aber ganz ehrlich, es gibt Leute. Bibis Beauty Palace hat auch einen großen Kopf, weil die einen großen Mund hat, Alter. Und die ist den Leuten auch intellektuell nicht überlegen. Warum? Oh Mann, und es sind auch 2 Igel in dieser Geschichte. Vor allen Dingen, wer denkt denn so, boah, ja, warum ist der Hase nicht viel schlauer? Ja. Es ist ein Fehler in diesem Märchen. Wer liest dieses Märchen und denkt sich, nein, das kann so nicht sein. Nein. Er wahrscheinlich. Er. Ja. So. Ach nee, Alter, das ist echt... Also gutefragen.net ist ja daneben noch High Class. Ja, wirklich, ne? Ich glaube, ich sollte mehr davon nehmen. Ich glaube, ja. Ja, damit ich noch mehr ausrasten kann. Aber ey, komm bitte, lass den bitte in Ruhe. Also, das ist halt ein sehr schlauer Igel. Der hat viel gelernt, Universität, Ausbildung 3 Jahre. Deshalb ist er klug, obwohl sein Kopf so klein ist. Dankeschön. Tschüss. Für die nächste Frage muss ich dir etwas schicken. Oh nee. Warte, ich schick's dir schon mal, aber du hast noch nicht draufklicken. Ne? Okay. Sieht dieser Haarschnitt gut aus? Bitte helfen. Bilder. Und jetzt kannst du draufklicken. Okay. Hä? Das ist einfach nur von hinten, Alter. Man kann da nicht mal einen Haarschnitt erkennen. Weil ist das nicht genau das gleiche Bild? Nur mit schwarzen Haaren, ja. Sag doch jetzt, ob das cool ist oder nicht. Ja, das ist... Natürlich, aber es gibt auf jeden Fall noch coolere Haarschnitte. Zum Beispiel. Manuelsen, der hat richtig viele Haare. Also genau, du kannst dir die Haare machen wie Manuelsen. Oder der Klassiker Dreads, wie Unge. Geht natürlich auch. Keine mehr. Ja, einen noch. Aber ja, war sein größter Fehler, seitdem läuft nicht mehr so bei dem. Also die Dreads. Das ist wie bei Samsung. Der hatte nämlich seine ganze Kraft aus den Haaren und Unge hatte seinen ganzen Fame aus seinen Haaren. Deshalb, also Dreads gehen immer. Ja, Irokese genau. Geht auch. Oder färbt ihr die einfach ein paar Mal in so. Warum macht man sowas? Ey, jetzt mal ohne Scheiß, ne? Das ist einfach von hinten fotografiert. Ey, wie, und dann so. Man erkennt halt nix. Ja. Und dann erhofft die sich so. Vielleicht ist das ja vorne. Vielleicht guckt ihr nach vorne. Was denn auf Chewbacca? Ja, die hat alle Haare im Gesicht. So, wie findet ihr das? Und alle so, hä, welcher Haarschnitt, hä? Ich finde das geil, wie die das so drumherum so weggemalt hat. Ja, jetzt wird man so kritische Sachen da sehen in der. Ja, in der wahrscheinlich Region. Sieht man das auch, aber. Ihr nackten Daddy oder so. Er chillt so daneben. Mit der Schere dann. So, wie sag ich jetzt, wie soll ich weiterschneiden? Oh Mann! Vor allem, selbst wenn er nicht gut aussieht, was dann? Oh, bitte. Komm, Dankeschön. Mach schnell weiter. Tschüss. Kommen wir zur nächsten Frage. Draußen chillen, millen bis wie viel Uhr? Heil. Erstmal. Was? Erstmal XD. Ich wollte fragen, bis wie viel Uhr ich mit 14 Jahren draußen mit Freunden draußen gammeln kann darf. Ich meine nicht von Eltern aus, ich meine vom Gesetz, den ich war vor ein paar Tagen draußen von 22.20 Uhr bis 0.00 Uhr. Und als wir auf dem Weg einen Polizeiwagen gesehen haben, ist meine Cousine ausgetickt und hat gemint, wir müssen hier schnell weg. Dann diesen Minus, Punkt, Minus, XD. Seitdem
frage ich mich, wie lange ich draußen bleiben darf mit 14 XD. Folgendermaßen, mein Freund, ne? Chillen willen, das kannst du draußen, solange du willst, weil du bist das Gesetz. Kein anderer hat dir vorzuschreiben, wie lange du draußen bleiben willst. Ist echt so. Wenn die Cops kommen und sagen, ey, du bist 14, du musst schon längst zu Hause sein, sagst du halt deine Fresse, Mann. Ich entscheide, wann ich hier ins Bett gehe. Dann gibst du dem Kombo und rennst weg. Ja, nein, dann gibst du dem Kombo und klaust dein Polizeiauto. Ja, und dann fährst du gegen den und dann klaust du deine Waffe und ballerst in der Gegend rum, weil Missachtung der Staatsgewalt ist nur Kavaliersdelikt. Dafür kriegst du 5 Sozialstunden. Ja, weil wenn du draußen bleibst, kriegst du 10 Sozialstunden, weil du musst ja eigentlich ins Bett. Deshalb musst du abwägen, was lohnt sich mehr. Und dann natürlich Widersetzung der Staatsgewalt. Und Bullen töten, Alter. Ja, scheiß drauf, die 5 Sozialstunden, die kann man machen. Besser als gecatcht werden. Ja, besser als gecatcht werden zu einer Zeit, wo man nicht mehr draußen sein darf. Dann lieber einen Polizisten töten und die Karre Schrott fahren. Mega gut, ja. Und du ballerst in die Luft, das ist wichtig. Ja. Damit alle wissen, dass du da bist. Also, bang, bang, Junge, ja, ja, ja. Okay. Bang, 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 ja, ja, ja. Rastest du komplett aus. Dankeschön. Jeez. Darf ich, wenn keine Kunden da sind, nicht bezahlt werden? Allein die Frage ist schon so dumm. Ja. Also. Hatten wir nicht so einen schon mal? Nee. Okay. Also, ich habe Arbeit zu Beginn um 11 Uhr an einem Sonntag. Ich arbeite für eine Fastfood-Kette. Jetzt komme ich pünktlich um 11 Uhr und mein Manager meint, es sind keine Leute da, warte im Pausenraum. Und wenn Leute kommen, dann rufen wir dich und du kannst abstempeln, dass du gekommen bist. So, meine Frage, darf er das? Ich meine, ich komme ja nicht umsonst um 11 Uhr, um dann zu warten, bis Kunden kommen und dann erst Geld zu verdienen. Ich kann ja nichts dafür, dass keine Kunden da sind. Aber meine Arbeit beginnt um 11 Uhr, also muss ich da sein. Ich hoffe, ich konnte die Situation erklären. Wir stempeln ab, wann man kommt und wann man geht, damit man die Arbeitszeit errechnen kann. Wenn ich nicht stempel, kriege ich kein Geld und sitze auf unbestimmte Zeit im Pausenraum sinnlos dumm rum. Ja, das ist ein guter Chef auf jeden Fall, der hat das Business verstanden. Für ihn auf jeden Fall. Ja, läuft bei dem. Aber du hast dir leider einen falschen Job ausgesucht, denn du musst darauf achten. Jedes Mal, wenn ein Kunde kommt, musst du einstempeln und wenn der dann wieder gegangen ist, musst du wieder ausstempeln. Das heißt, nur die Zeit, wo du ja arbeitest, kann ja auch als Arbeitszeit gerechnet werden. Und wenn so 5 Minuten keine Kunden kommen, hast du halt 5 Minuten nicht gearbeitet, ne? Dann wird dir das nicht bezahlt. Hat er so am Ende des Tages, ist er zwar 8 Stunden da gewesen, aber hat effektiv nur 1 Stunde gearbeitet. Ja, genau, Chris hat nur 1 Stunde bezahlt, ne? Das sind ja ungefähr, was ist, 8,50 €, ne? Ja. Du kannst ja gucken, wie du deine Miete zahlst, ne? So, dann kriegt er so einmal in der Woche immer 8,50 €. Korrekt, Jungs. Bar. Weil ja. Der Chef ist ein Fuchs, der spart Steuern. Aber wirklich, ne? Am besten noch schwarz angestellt und dann ohne Versicherung. Und wenn dir dann die Friteuse mal auf den Fuß fällt, ne? Das ist halt so. Ein bisschen Verschleiß ist immer, ne? Ey, besonders, wie kann man denn auch das im Internet fragen? Das ist ja offensichtlich, dass der ausgenommen nein, wird. Nein. Er fragt auch noch so voll, darf man das? Ja, natürlich darf man das. Wenn du Vollidiot nicht dagegen angehst und das mit dir machen lässt und allein vorher auf gutefragen.net gehst. Ich möchte gerne wissen, wie er am Ende bei seinem Chef argumentiert, wenn ja. Ich habe bei gutefragen.net gefragt. Ich habe gesagt, das ist verboten. Und dann der so, okay, Bruder, ich mach doch nicht. Und dann auch in die erste Versöhnungsraube, Minze. Das ist immer das Wichtigste nach Konflikten. Dankeschön. Tschüss. AZ Jungkook. Ja, der fragt, oder die? Ist es seltsam, wenn Augen bei Angst tränen? Ich weiß, das ist eine komische Frage, aber egal. Was ich gegoogelt habe, überall stand, dass Augen nur bei Emotionen wie Freude, Trauer oder Wut anfangen zu tränen. Deshalb wollte ich wissen, ob es ein Grund wäre, beunruhigt zu sein oder ob es negative Folgen mit sich bringen kann. Ich bedanke mich im Voraus für hilfreiche Antworten. Ich musste mich gerade zurückreißen, dass ich wirklich keine hilfreiche Antwort gebe. Aber folgendes, wahrscheinlich in deinen Augen... Was hat die gesagt, wenn die Angst hat, heult die? Genau. Das ist was wahrscheinlich so, wenn du Angst hast, bist du in einem auch glücklich und traurig. Und deswegen weinst du. Ja, das stimmt. Dann so, das passiert einfach safe, deswegen weinst du und jetzt halt deinen Schnauze und reg mich nicht auf. Stell dir vor, so Geister aus, die so, und dann fängt die so an zu heulen. Direkt, oder Halloween, die weint durchgehen, so, weil die so Angst hat. Ja, besonders, wenn man Angst hat, kann man doch auch, also wenn du jetzt so richtig hart erschreckt wirst, also so von wegen, wenn da ein Kettensägenkiller auf dich zukommt, dann heulst du doch auf, weil du denkst, mein Leben ist jetzt vorbei. Ja, vielleicht, dann weil du so freudig bist dann, weil dein Leben ja, weil ich mich so freue, so. Ja, endlich, mein Leben ist vorbei. Das ist schön.
Endlich Kettensägenkiller, los, töte jawohl, mich. Kettensägenkiller Beste, alles andere schwule Scheiße. Och Mann, ey, und warum fragen den Leuten sowas? Ich will das nicht mehr hören. Ja, mach schnell weiter, komm. Okay, Dankeschön, tschüss. Warum will meine Freundin auf ein 187-Konzert? Und warum ist es so schlimm? Warum will sie dahin? Dann so ein paar Bullet Points, ne? Was? Ein paar Stichpunkte kommen jetzt. Ach so, ja. Die Musik ist unterste Schublade. Nur Dummköpfe. Der eine war im Knast. Absolute Untermenschen. Jetzt kommt mein Favorite Bullet Point. Fangirls beim Konzert stehen ständig Schlange, um von den Rappern gebumst zu werden. Es gibt buchstäblich keinen Grund, warum sie da hingehen sollte. Sollte ich es ihr verbieten? Der letzte Punkt war auf jeden Fall der beste. Also, nur Dummköpfe, absolut Untermenschen. Und dann auf einmal. Fangirls gehen in den Süden, wo die gebumst werden wollen. Machen die das auch? Ja, machen die auch bei. Und das so, oh. Ich würde mich mal fragen, warum deine Freundin dahin gehen will. Vielleicht, weil der letzte Punkt auch auf sie zutrifft. Wer weiß. Keine Ahnung, weil diese so übelste Untermenschen und so. Also das sind korrekte Kriterien auf jeden Fall. Ich kann voll nachvollziehen. Du musst deine Freundin überreden, mit ihr, also mit dir, auf ein Lochi-Konzert zu gehen. Weil das ist Kontraprogramm und dann wird die wieder normal. Was? Da muss ich wieder wegfliegen. Mann. Mann. Gut, kommen wir am besten schnell zum Ende. Dankeschön, tschüss. Kommen wir zur Community-Frage von heute von Anonym Mamo 1. Eine wichtige Frage, Manuel. Gibt es Rettungsboote auf dem Boot vom Hotel Katharina in Rovinj? Wir müssen regelmäßig 10 Minuten mit dem Boot in die Stadt schwimmen, weil unser Hotel auf einer Insel ist. Weiß jemand, ob das Boot, mit dem man schwimmen muss, Rettungsboote hat? Wenn ihr schon mal im Katharina Hotel in Rovinj wart und wisst, ob da Rettungsboote sind, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, weil der muss mit einem Boot in die Stadt schwimmen. Helft dem Jungen, der Arme. Der kommt sonst nicht klar. Ansonsten, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da und wenn ihr euch ganz toll gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, Link in der Videobeschreibung, geht zu meiner Nutzens-Folge, die kam heute auch raus. Haut rein, bis morgen beim neuen Video. Tschüss! Ich wünsche euch noch einen schönen Mittag, Abend oder sonst was. Euer Herr Newstime! Und jetzt kommt das Herr Newstime-Outro, bitte, okay?